Willkommen zurück zu einer weiteren alienreichen Folge House of Ashes. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, ihr wollt ein bisschen supporten, geht ganz easy, einfach nur einen Kommentar schreiben oder eine Bewertung da lassen oder beides, ihr Wahnsinnigen. So, wir sind mitten im Zentrum, nicht wahr, Mr. Pullman? Bestellung neuer Ausrüstung. Spitzhacken 12 Stück. Seil mindestens 300 Meter. Speerholzkisten 29 extern. Bogenlampen, Generatoren, Brechstangen, Gasmasken. Oh, Gasmasken ist, glaube ich, kein guter Hinweis. Hat das Dynamit sabotiert, damit die Menschheit diese Kreaturen studieren und von ihnen lernen kann? Wow. Was hatte er davon? Geht es wirklich nur um diese Tafeln? Moment, ich will lesen, was er geschrieben hat. Vielleicht steht da noch irgendwas Wichtiges. Wer auch immer dies findet, verzeihen Sie mir, ich habe das Dynamit sabotiert, um meine Kollegen daran zu hindern, diesen Tempel vor der Welt zu verbergen. Lady Bradshaw hat mich zu Recht hierher gebracht. Diese Kreaturen sind der Schlüssel zu unbegrenzter Macht. Hier liegen Geheimnisse verborgen, mit denen die Menschheit nach den Sternen greifen könnte. Vielleicht sogar die Unsterblichkeit erreichen. Bitte schützen Sie diese Ruinen und nehmen Sie mir meine Taten nicht übel. Ich diene nur der Zukunft. Okay. Er dient nur der Zukunft. Hey du, Jason. Könnte ich nur noch mal die Sonne sehen? Sonne und ein kaltes Bier. Rachel. Ja? Tut mir leid wegen Eric. Er war ein guter Mann. Das war er. Das war er. Aber naja, ich hab ja noch Nick. Ich werde mich an ihm trösten. Okay, hier drüben ist noch mehr. What is this? Eine Tafel, noch ein Hinweis. Dann haben sie doch alle gefunden. What? Hä? Hä? Was zur Hölle habe ich denn jetzt gesehen? Und wer zum Geil ist das denn? Ist das nicht die, Hotel? Hä? Okay, ich hab... What? Also ich habe auf jeden Fall, eine Person gesehen, die wir davor noch nie gesehen haben. Das war doch die aus dem ersten Teil. Man of Medan. Eine Melodie? Je mehr ich über die musikalische Sprache dieser Kreaturen herausfinde, desto fieberhafter überlege ich, wie sie hierher gekommen sind. Sind sie in den Tagen der Dinosaurier durch die Lüfte geglitten? Hat ihr riesiges Reich den Globus umfasst, als wir uns noch von Bäumen hangelten? Sind sie jetzt tot? Ihre Form ähnelt der unsrigen, aber alles andere an ihnen ist dem Leben, wie wir es kennen, fremd. Die Konsole zeigt anscheinend eine Sternenkonstellation. Cetus, von der Erde aus gesehen, kamen sie von dort und haben die großen Weiten des Alls durchquert, um hier zu landen? Haben sie versucht, zurück nach Hause zu reisen? Naja, es ist ja bekannt, dass es vor den Dinos schon Epochen gab. Und im Endeffekt wissen wir gar nicht, wie viel hier auf der Erde schon alles gelebt hat. Die Erde geht unter, erneuert sich wieder komplett und die Ursuppe haut halt eben die nächste Ladung raus. Und jedes Mal ist es so ein bisschen random, weil man sich denkt, ja gut, was kommt diesmal bei der Lotterie der Gene raus? Sind wir sicher, dass das klappt? Wird es. Ich hätte es früher sagen sollen. Tut mir leid wegen Eric. Danke. Lieb von dir. Rachel, ich will doch. Deine Hände. Alles gut. Mir ist nur kalt. Hä? Was? Oh nein, sie ist infiziert. Sie ist infiziert. Äh,
Ja, ich habe mir, glaube ich, alles angeguckt. What nun? What nun? Hier waren wir. Wir haben mit allen gesprochen. Das hatten wir auch, oder? Ja, das war das. Sie kommen unerleserlich, bla bla bla, mit dem Tagebucheintrag. Das ist die Zeichnung. Hinten ist die Tafel, die keinen Sinn ergibt. Wahrscheinlich der Hinweis für ein anderes Spiel. Ah, Moment, können wir hier irgendwas vielleicht drücken? Yes. Es sollen ja 4 Spiele werden. Oh, es singt. Oh no. Alles okay? Oh no. Es muss etwas geben. Eine Sprache aus Akkorden, Tonleitern, schallbasiert. Mary spielte Klavier. Sie hat es entschlüsselt. Sie dachte, die Gravuren stehen für Sterne. Siehst du? Das ist Cetus. Der Wal. Wir sind weit weg vom Nachthimmel. Es ist ein Rätsel. Dem Tagebuch nach hatte das Gerät nur eine einzige Tonleiter. Mary hatte sich's allein angesehen. Es könnte eine weitere geben. Ich brauche deine Hilfe. Was kann ich tun? Diese Konsole muss von 2 Personen bedient werden. Das ist der einzig Schlaue, ne? Richtig? Gibt es irgendeinen Rhythmus? Ist es eine gute Idee, damit rumzuspielen? Ich mache mir Sorgen, dass wir irgendwie alle schon infiziert sind hier unten mit diesen Sporen und ich habe keine Ahnung, wie sich der Parasit überträgt. Das ist unglaublich. Mary glaubte, dass die Kreaturen einst friedlich waren. Ihre Sprache war Musik. Wie könnten sie da nichts fühlen? Dann geschah eine Tragödie. Ihr riesiges Reich ging unter. Ihre Musik verstummte und sie bekämpften einander. Was ist passiert? Eine Krankheit? Wahnsinn? Wir wurden aus dem Architekten Killer. Was es auch war, es hat sie verändert. Jetzt sind sie voller Hass. Tiere, tote Wesen. Keine Opfer übrig. Sie schliefen. Was macht sie denn? Und warteten. Und zwar auf uns. Scheiße! Rachel! What? Rachel. Rachel, sieh mich an. What? Was hat sie vor? Es ist in ihr drin. Oh mein Gott, das ist ja ein Riesending. Was zum... Holy what?
Bruchlandung der Aliens. Tu es nicht! Rachel! Hör auf! Nein, 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 nein! Oder mache ich gerade wieder einen Riesenfehler? Oh Gott, ich weiß es nicht. Sie kamen von den Sternen. Das hier ist eine Arche. Tu doch was, sie wird zu einem von denen! Ich mach dem Elend ein Ende. Halt sie fest, verdammt! Es muss einen Weg geben, das darf nicht sein! Es geht nicht anders. Halt sie fest! Weißt du noch, was mit Clarice passiert ist? Rachel wird es genauso schrecklich ergehen. Oh Gott, der hat recht, aber ich weiß was, ich setz nochmal drauf. Ich bin ein Wahnsinniger. Ich bin ein Wahnsinniger. Ich muss dich ausschalten. Ich bin komplett geisteskrank. Ich bin's, Jason. Bitte. Sie hat noch Zähne im Mund. Leben. Warum hast du nicht? Weil ich es befehligt habe. Wartet, ein Vorschlag. Dann raus damit, Alter. Die Flüssigkeit in den Kokons könnte was bringen. Fuck, ich glaube, ich weiß, auf was du hinaus willst. Wovon redet er? Die Flüssigkeit hält am Leben, aber man altert nicht. Hab's gesehen. Da war ein Mann, bedeckt mit der Flüssigkeit. Und er hätte tot sein sollen. Aber er war es nicht. Diese Flüssigkeit könnte auch Rachel retten. Genie. Ist das dein Ernst? Es könnte die Verwandlung aufhalten. Die Kokons würden sie schützen, bis wir Hilfe holen. Die einzige Hoffnung. Moment mal, deswegen sind die da auch drin. Alles klar. Tu es einfach. Mach, dass es aufhört. Salim, du bist so ein verfickt kluger Mann. Oder ich versau's halt jetzt komplett. 50-50. Nicht drauftreten. Nicht drauftreten. Schön rein mit der Alten. Der da. Ah, es war der, den wir gesehen haben. Stimmt. Dachte ich noch so. Ah, guck mal, das ist so ein bisschen was von dem leckeren Harz. Ich meine, es ist sie uns schon mal nicht mehr im Weg, oder? Und wie fühlt sich das an? Wir kommen zurück zu dir. Lass mich hier nicht sterben! Niemals. Versprichst du es mir? Ja, Ma'am. Keine Ahnung. Die Forscher hatten schon recht. Ihr dürft keins dieser Viecher am Leben lassen. Ist das nicht ein kleiner Widerspruch? Ich hätte die Augen zugemacht, keine Ahnung. Ich schwöre, ich komme zurück zu dir. Kurs aktualisiert. Oh, bitte. Ich will nur, dass Salim überlebt. Und Jason, den mag ich eigentlich auch ganz gerne. Und Nick ist ja. Siehst
Siehst du, was ich sehe? Ach, du Heilige. Das besteht alles aus Kokons. Tausenden davon. Legen wir den Sprengstoff dort. Verbrennen sie. Shit, sie schlüpfen. Wir müssen hier weg. Schnell. Okay, aufgepasst. Wir haben viel eingesteckt. Brüder verloren. Rachel ist tot. Der Colonel auch. Aber jetzt wird's Zeit, uns zu rächen. Wir bringen überall an den Gebilden Sprengstoff an und benutzen dann die Fernzündung. Sobald das Zeug hochgeht, machen wir, dass wir wegkommen. Mit etwas Glück rösten wir nicht nur ein paar Vampire, sondern lenken auch welche ab. Salim, bereit? Oh ja. Okay, dann lassen wir es krachen. Okay. Wer platziert das Dynamit? Nick. Na, scheiß drauf. Ich mach's. Du spinnst. Wir machen's zusammen. Nee, die sehen uns. Wenn noch mehr von uns da unten sind. Nimm den Zünder, falls ich es nicht schaffe. Nick. Hör zu. Falls ich's nicht schaffe, musst du die Dinger hochjagen. Aber ja, nicht zu früh dann rumfummeln. Du bleibst immer in Funkkontakt, klar? Und wenn ich keinen Empfang habe? Gib ich ein Leuchtsignal. Wenn du das siehst, drückst du den Zünder. Sei schnell und vorsichtig. Verstanden, Kumpel? Oh, das wird eine Nummer. Das weiß ich jetzt schon. Außerdem ist Rachel doch gar nicht tot. Sie lebt noch. Sie ist konserviert. Schwer zu erkennen. Da ist einer vor ihm. Links von ihm. Nick, die Kokons vor dir brechen auf. Mach schneller, Mann! Alright, Nicky Boy. Passiert. Over. Wo lang? Links, rechts. Oh, shit. Ey, der hasst ihn, ne? Der Dude hasst ihn. Ich frage mich, ob der Parasit so eine Art Schwarmintelligenz hat und sich verteidigt auf eine gewisse Art und Weise. Ich glaube, ich werde Nick auch noch verlieren. Holy shit. Da gickern sie rum. Die alte Gickergang. Ist das krass. Wird langsam brenzlig da unten, Bruder. Lass den Rest vom Sprengstoff liegen und komm zurück. Seh dir das an. Der Jackpot. Das ist zu weit. Scheiß drauf, Nick. Ich versuche es. Wie gesagt, ich brauche einen zweiten Durchgang. Das ist viel zu einfach. Oh, Nick. Oh nein. Was ist denn? Es sind zu viele. Die töten ihn. Herr im Himmel. Gott! Halt! Was bringt es, ihn zu warnen? Es gibt keinen Ausweg.
Hey, wie sieht's da oben aus? Sag's ihm. Sie haben dich umzingelt. Hunderte. Wenigstens bist du ehrlich zu mir, Mann. Tut mir leid, Nicky. Für das hier. Oh fuck, ich verliere Nicky. Und auch die Sache am Checkpoint. Das ist Krieg, Jason. Sowas passiert. Geh out. Komm schon, Brudi. Zieh's durch. Alright, ich darf's nicht verkacken. Oh, leck mich. Oh nein! Schon Nicky Boy. Oh, was? Uff. Du siehst es am Ende so schlecht. Wegen der Farbe. Sprengstoff platziert. Shit. Ist das mein fucking Showdown? Tja, Nick ist ein scheiß Held. Noch die Bros. Mega spannend, aber keine Panik. Die nächste Folge kommt natürlich auch heute noch. Wenn ihr mich ein wenig unterstützen wollt, einfach jetzt eine Bewertung da lassen und beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.